Moinsen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Supermarkt-Simulator. Da vorne kommt das erste Opfer des Tages, oder? Nein, er ist das erste Opfer. Obwohl, wenn ich die beiden so angucke, ich weiß schon, wer das Opfer ist. Die beiden. So, was machen wir heute? Wir haben nicht genug Kohle auf der Tasche. Deswegen müssen wir erstmal verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Damit wir uns neues Zeug leisten können. 60 Cent nur. Ah, das ist gut. Was möchtest du? 2,60. Ah, gut. Der übertreibt schon wieder mit den 2 Euro. 60 Cent hätte es auch getan. Was soll denn das? Okay. Entschuldigung. Ich habe nicht genug geschlafen. Liegt nicht an euch, dass ihr so langweilige Kunden seid? Nein, natürlich nicht. Der hat Löcher in seiner Weste. Ja. Spannungslöcher sind das anscheinend. Sobald er den Arm streckt, kriegt er Löcher. Hey. Hey. Freund der Sonne. Schönen guten Tag, die Dame. Ja, ich habe gerade mit dem Typen da gequatscht. Der hätte eigentlich zu mir kommen müssen, aber... So sitzt er. Der ist schon weg. Guckt ihn euch an, diesen Schlawiner. So. Morgen. Komm rangerutscht auf einen Zentimeter. Wie viel brauche ich denn eigentlich noch? Wie viel muss ich denn noch verkaufen? Geh mal weg. Geh mal weg. Nein, hier nicht. Das ist die Bank. Hier einstellen. Uff. 769 habe ich gerade mal. Das sind immer noch 131. Ich spinne doch die Römer. Okay. 1173. Es fehlen nur noch 700 Dollar. Euro. Warum rede ich da immer von Dollar? Ich habe kein Spiel mehr, wo man mit Dollar bezahlt. So, 73,80. Bitteschön. So, hier haben wir 71,80. So, hier ist aber gut was los an meiner Kasse. Das ist supi. Was darf sein? 70,90. Okay. Da sind wir mal nicht so. Du hast aber Durst auf Ayran, war Mädchen? So, 58, genau. Perfekt. Du, dafür. 10,30. So. 1531 noch, ich weiß nicht, 300 Euro? Sind es noch 300 Euro? Ja, 1815, genau. Noch circa 300 Euro, da habe ich wenigstens noch was übrig. Zweimal Bruce Danell in zwei verschiedenen Anzügen? 50, bitteschön. Er ist sehr, 10, ne? Genau. Er ist sehr wandlungsfähig. Und dahinter war er noch im grauen Anzug. Was? Der Bruce kann ja alles. Das ist ja mal was. So. Nur ein Reis? Und dafür willst du so viel Geld wieder haben. Zisch ab. So. Oh, was eine Performance. Da war der hinter mir ja sogar schneller. Bring, bring noch 100. Ja, okay, nicht ganz. 50 vielleicht noch. 41,30. Achso, hier. Jo. Dankeschön. Passt schon. So, jetzt erstmal bestellt. Moment mal. Okay. Kasse geschlossen. So, lass mich mal durch hier. Ich muss Sachen kaufen. Oh, Gott sei Dank. Dann haben die Jungs wieder was zu tun. Uiuiui. Ui, ui. Da ist aber einiges zu tun für die Jungs. Passt. Okay. Wie jetzt? Nö. Nö. Das lasse ich nicht durchgehen. Und der hier auch noch. Hey, weg damit. Und den nehme ich so mit. Okay. Bada boom.
ich will auch wieder abkassieren. So, wollt ihr mich überhaupt noch als euren Kassierer? Ich bin doch euer Lieblingskassierer, oder? Warum rennt ihr eigentlich so angezogen hier draußen rum? Guck mal, Sonne scheint. 80 Grad im Schatten. Ja, okay. Moin. Hier, Kasse ist wieder geöffnet. Ihr könnt einkaufen kommen. Okay. Huch. So. Wo kamen die denn her? Hast du die noch nachgeschoben, oder was? Kollege, Kollege, Kollege. Ah, die haben die KitKat schon. KittyKat. Nee, KittyKat ist Dings, ne? KitKat. KittyKat ist Katzenfutter. Mahlzeit. So lange auf der Sonnenbank gewesen, mein Freund. So, hier haben wir Honig. Das ist alles gut. Hä? Komm schon. Da möchte jemand Hähnchen machen heute. Sehr gut. 54, 60. Aber doppelt gucken. Oh. So, du möchtest zurückhaben. Ein Eurone. Okay. 66, 60. Schöne Zahl. Schöne Zahl. Das ist meine Hausnummer. Die jetzt nicht mehr. Oder, naja, meine Adresse halt. Die 666. Hey, ich wollte hier raus. Ach so, geht das. Ja, ich muss natürlich dann auf Escape drücken. So, haben wir noch Hähnchen? Lass mal gucken. Haben wir noch Hähnchen? Nö, haben wir nicht. Okay, warte, warte, warte. Schnell. Bin gleich da. Ich muss erstmal Hähnchen kaufen. Stress nicht rum. So, komm ich schon. Oh yeah. So einen Einkauf wollen wir doch sehen. Was? Nur 73? Das ist aber sehr wenig für den Einkauf. So, pass auf, die Olli hier bezahlt gleich 100. Nö. 26,90. Okay. So. 66. Okay. Ein. Ja, gib doch her. Was hältst du dich denn so krampfhaft da dran fest? So. Mein Ärmel rutscht hier runter. Müsste mal richtig zuppeln. 60. Okay. Und Dach. So, ein Dollarchen. Ein Eurone. So. Und die scharfen Schnitten kommen natürlich nicht an meine Kasse. War ja klar. Aber bin ich der Liebste. Ich bin viel netter als die anderen alle. Mhm. Mich kann man vertrauen. So, hier Öl. Öl, Öl. Oh, hier unten ist voll. Das ist gut. Ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass das Lager wieder ziemlich leer aussieht. So. Toilettenpapier. Das wird wahrscheinlich das größte Problem sein. So. Aber hier geht's. Hier kaufen wir nochmal eine neue. Okay. Wer nimmt das Zeug mit? Okay, stell's wieder rein. Okay, da brauchen wir noch nicht Neues holen. Gut, hier waren wir. Jetzt hier. Boah, Toilettenpapier ist aber richtig mies. Okay, hier Hähnchen. Davon nehmen wir mal eine. Oh. Da haben wir nochmal gar keine mehr. Einmal Pommes. So, was haben wir hier? Hier nehmen wir zwei. Da auch zwei. Welcher ist das? Ein. Einer. Hier einer. Da einer, falls ich nicht noch einen habe. So, hier. So. Wartet mal einen Augenblick. Okay, ne, hier ist alles gut. Okay. Alles so, wie es sein soll. Hatte ich hier geguckt? Ja, hatte ich. Okay, hier hatte ich auch. Gut, dann gucken wir mal. 700. Oh, das passt. Ach so, ja. Natürlich nicht. Erstmal den Tag beenden. 54 zufriedene Kunden. Das ist ja mal was, oder? Der Kartoffelsack runter, die Butter hoch und Toffifee runter.
Kartoffelsack und Toffee 4 runter und Butter hoch. Ja, dann lassen wir euch doch natürlich so. Ich bin ja nicht so. Wir machen ja keine Wucherpreise hier, ne? So. Zack. Und die Butter war das. Die geht hoch. Auf was? Ne, die lasse ich so. Ich kann doch nicht noch mehr Wucherpreise machen, oder? So. Muss sich auch lohnen für mich, nicht wahr? Okay, die sind doch am Auffüllen. Ich muss kaufen und Regale befüllen. Also die Dingsregale hier natürlich, ne? Was haben wir hier? Pizza? Habe ich dafür keinen Platz gehabt? Moment hier mal. Ne, habe ich nicht. Okay. Mist. Habe ich nicht drauf geachtet, dass die schon da sind. So. Ihr seid noch am Auffüllen. Was ist das hier eigentlich für ein Karton? Gleich mal her. Ist da was drin? Nö, nichts drin. Warum steht denn der hier? Was habe ich denn damit gemacht? Was war denn mit dem? Ihr seid schon fertig. Das ist ja coole Sache. Okay, okay. Knuffig, schnuckelig. Habt ihr denn noch wirklich alles aufgefüllt? Dass hier nirgendwo auch nur eine Sache fehlt. Ihr guckt dir das an. KitKat. KitKat. Habe ich hier überhaupt irgendwo KitKat? Hier. Warum nehmt ihr das denn nicht? Das muss doch aufgefüllt werden. Ach so, ich weiß, warum diese nicht auffüllt. Weil das da steht. Ah. Nee, nee, nee. Geh mal weg. So, jetzt weiß ich, warum. Jetzt weiß ich das. Gut, dann gehst du auch wieder weg. Gut, dann lassen wir das doch so. Ja, einen neuen Tag anzufangen würde jetzt nichts bringen. Wir haben nämlich keine Zeit mehr. Wir können nur noch kontrollieren, ob alles voll ist für den nächsten Tag. Ja, hier ist alles da. Toilettenpapier, hier große Lücke, okay. Warum, was ist das denn hier? Okay. Aha. Jetzt habe ich das verstanden. Ja, das sieht doch cool aus hier, oder? Das lassen wir doch direkt mal so. 583, wir müssen bestimmt Rechnungen zahlen. Moment. Bevor wir hier wieder morgen die übelsten Rechnungen haben. Eieiei, wir haben hier gleich keine Kohle mehr. Zack. Und schon wieder blank. Wie gut, dass ich alles eingekauft habe zuvor. Scheiße, Alter. Wie soll ich das machen? Dass ich hier mal auf den grünen Nenner komme. Auf den grünen Zweig. Das ist ja, da habe ich mich wohl irgendwo ein bisschen verschätzt. Ganz tolle Sache. Echt supi. So, hier, kaufen wir. Das ist übrigens Storage Upgrade. Ja, dann gibt es hier hinten weit. Gibt es noch was? Und eine Etage höher. Dann ist die Decke hier hoch. Und man kann hier dann noch eine Etage hochlaufen. Da ist dann nochmal eine Treppe. Oben sieht es dann natürlich nicht ganz so gut aus wie hier unten. Aber das ist Banane. Hauptsache man hat Platz. So. Dann war es das für heute, meine Freunde. Ja, ich wünsche euch alles Gute. Genießt alles, was ihr habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert, was das Zeug hält, ja. Treibt mal meine Videos ein bisschen nach oben, ja, damit noch mehr Leute den sehen. Die sehen, ja, die Videos natürlich, ja. Und ihr sollt natürlich keinen Nonsens da reinschreiben, sondern schreibt rein, was ihr von diesen Videos haltet, ja. Vielleicht auch, was ihr von mir haltet, wenn ihr mögt, ja. Aber bitte nicht zu hart sein, ja. Ich bin altsensibel und herzkrank. Ich vertrage nicht mehr so viel. Ansonsten abonniert, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.